Servus Leute und willkommen zum Dienstagsvlog. Bei mir ist Freitag, gerade ist der andere Vlog online gekommen. Na, gerade eine Stunde ist her. Ja, was liegt bei mir heute an? Im Hintergrund steht der IHC. Der Spalter ist jetzt mal wieder unten. Ich habe meinen Kramischer rausgefahren. Und ich hänge die Steckmaschine an. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, aufs Wochenende zu möchte ich Aluses Heu holen. Klar, ich könnte zu meinen Bekannten hinfahren. Der Peter hat ja schon geschrieben, Mensch, fahr doch noch auf und presse es doch gleich ab Stoll. Aber der Aufwand, der ist mir zu groß, ehrlich gesagt. Ich haue es einfach lose auf den Kippe und fahre es dann lose in den Stall rein. Da habe ich keinen Aufwand mehr. Ja, auf jeden Fall muss ich den Kipper erst einmal ausleeren. Da ist nämlich noch Reisig drauf. Und ja, auf Reisig Heu aufladen ist ein bisschen blöd, deswegen kehrt er ausgeleert. Und das machen wir jetzt mit IHC. Und eventuell hänge ich die Steckmaschine dann gleich noch an der KL 300 an. Muss ich mal gucken, wenn ich dazu komme. Ansonsten weiß ich noch nicht, weil der Boden ist jetzt alles recht nass. Das sieht man hier. Und das Feld schaut nicht viel besser aus. Waren gestern doch nochmal 15 Liter. Also am Donnerstag. Und das Risiko ist mir ehrlich gesagt doch ein bisschen zu groß, dass dann alles schmiert und ein Haufen Matsch macht. Deswegen gucken wir erst einmal. Fahren wir erstmal das weg und dann sehen wir weiter. Thank you.
machen wir mal schnell einen Lichtcheck und Blinkcheck. Ja, vorher prüfen, bevor ich losfahre. Licht vom Schlepper geht, linker rechts geht hier. Licht vom Schlepper geht, linker rechts geht hier. Gut. Schauen wir mal hinten am Kipper. Licht geht, Blinker geht, Licht geht. Passt soweit. Da geht auch mein Licht. Gut, probieren wir noch den Blinker rechts. Blinker geht. Blinker geht. Und Blinker geht. Gut, Abfahrtskontrolle erledigt. Luft ist drauf, das weiß ich. Aber die Blinker, da gucke ich immer mal. Manchmal ist doch ein kaputter dabei. Und das muss nicht sein. Einfach mit der Bordwende höher, kriegt wesentlich mehr Material drauf und das Heu zum Einfahren gleich das Netz drüber machen. Sind zwar eigentlich nicht so viele Kilometer, aber man weiß ja nie. Das Netz lässt sich auf dem Kipper viel einfacher befestigen. Naja, man kennt so einige Leute. Thank you.
halbe Stunde, anderthalb vielleicht, war mein Vater beim Holzspalt. Der ist gut vorgewarnt. Keine Angst. Mal weiter. So, Schlepper ist getankt, 74 Liter sind eingegangen.
Nun ist er wieder voll. Er hat normal einen 120 Liter Tank, aber vor der Saison sollte er natürlich schon einmal getankt werden. Weil während der Saison dann auch noch auf die Tankstelle. Das nervt. Weiter geht's zur Kompostierung.
Eicherl rausgenossen. Eieiei. Doch, du bist kein Verkehr mehr, du Hausen. Du vorne. Herrschaftszeit. Döner. Wir haben einen guten Bekannten. Na, schaut euch das an, meine Wiese wächst. Und da stehen meine Pflöcke. Ach, wächst die schön. Blumenwiese, sag ich bloß. Herrlich. Den brauche ich ja morgen eh. So. Abendessen. Und die Lein. Willst du raus? Ja, willst du denn raus? Ja, wie? Falls ein Regen kommt, machen wir nicht zu. Und einen Gang legen wir ein, damit er nicht wegrollen kann. Die Bremse hält zwar, aber was soll's. Komm! Jawohl! Zack! Zack! Dann könnten wir den da reinstellen. Und dazu machen.
Gut. Tor zu. Feierabend. Ja, wie gesagt, jetzt ist erst einmal das Zeug verfahren. Und ja, wenn morgen das Wetter passt und wenn es nicht regnet, dann hole ich mal Heu. Abzustecken, denke ich, ist der Boden zu nass. Ja, ist halt so. Wird man sehen, aber den Äpfelgrube bzw. Stecker kenne ich schon mal Anhänger. Und eine KL 300 und dann ist er einsatzbereit, sobald das Wetter passt. Das ist halt nächstes Wochenende. Ich glaube wegen einer Woche hin oder her, ist auch wurscht. Tja Leute, mittlerweile ist Montagabend. Video wird jetzt da noch geschnitten. Aktuell ist es, oh verdammt, schon 10. Mein kleiner Freund hat mir jetzt hier unten in der Halle noch geholfen. Ja, es ist die letzten Tage nichts weiter passiert. Im Grunde. Ich habe draußen nichts machen können, weil es geregnet hat das ganze Wochenende. Am Sonntag hätte das Wetter gepasst zum Heuholen, aber am Sonntag Heuholen ist auch blöd. Na gut, dann habe ich mich entschieden, ich richte mal was zusammen. Ich habe mir so einen kleinen Traum erfüllt, den ich schon lange hatte. Der ein oder andere hat schon gelesen, beziehungsweise... Einer hat nachgefragt, was ich so mache, dann habe ich es geschrieben. Ja, der eine mag es jetzt für Spinnerei halten oder sonst was, aber tja, ich habe mir eine Nähmaschine geholt. Und zwar keine gewöhnliche Haushalts-Billig-Nähmaschine, sondern mal was richtig Schönes, Schickes von früher. Müsste 60er, 70er Jahre sein. Und zwar dieses Ding hier. Das ist eine Adler Industrienähmaschine. Ein Schnellnäher, wenn man es genau nimmt. Die kann nur Gradstich. Das aber in einer rasanten Geschwindigkeit. Die macht 2800 Umdrehungen am Motor, also Kupplungsmotor da unten. Und ja, da pfeift der Stoff durch wie sonst was. Ja, jetzt werden wieder einige sagen, Mensch, das geht doch gar nicht zu den Farmflocks dazu. Wozu magst du das? Warum zeigst du jetzt sowas? Ja, warum zeige ich's? Weil nichts anderes passiert ist, ganz einfach deswegen und weil ich halt auch andere Sachen noch mache. Und jetzt hörst du mal auf. Der wird aufdringlich. Und ja, ab und an, wie gesagt, nähe ich hier daheim mal was. Vorhänge oder sowas zum Beispiel habe ich bei meiner Mutter im Badezimmer Vorhänge genäht. Ich kann halt mit anderen Nähmaschinen relativ gut umgehen, habe das immer auf der Haushaltsmaschine gemacht. Das funktioniert, aber die Haushaltsmaschine, was mir halt da überhaupt nicht gefällt, die ist mir zu langsam. Wenn du einen Vorhang nähst mit 1,60 m x 2 m oder sowas, dann wird es ziemlich langweilig, wenn du da was bei einer Haushaltsnähmaschine halt schnell ist zum Beispiel. Und ich habe schon immer gesagt, ich will eine Industrienähmaschine, ich will was schnell näht. Und deswegen habe ich mir dieses Ding hier geholt. Ja, ich kann euch auch mal zeigen, wie sie funktioniert. Faden habe ich jetzt keinen drin. Ich kann jetzt quasi nicht zeigen, wie ich nähen kann. Aber ich kann sie mal anstecken, dass man einfach mal sieht, wie schnell das Ding läuft. Die läuft auf 230 Volt, hat eine Steinmetzschaltung drin. Ist eigentlich 400 Volt bzw. 380 Volt Maschine. Und ja, die hat eine Steinmetzschaltung drin, läuft jetzt auf 230 Volt, ganz normale Schuko-Stecker in der Steckdose. Hier drüben ist ein Garnhalter drauf, da können zwei Rollen Garn drauf. Die werden dann hier oben drüber geführt, über die verschiedenen Rädchen, runde Spannrolle durch und nein und unten in die Nadel. Ja, und wie schnell läuft das Ding jetzt? Erstmal den Motor einschalten. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Drehstrommotor. Und wie man sieht, sieht man jetzt nichts. Die Maschine läuft jetzt nicht. Ist ein Kupplungsmotor. Kupplungsmotor heißt, dieser Motor hier dreht voll. Der ist jetzt auf Vollgas. Und ich sab jetzt mein Fußpedal. Spann da damit diesen Hebel. Und dann ist eine Rutschkupplung drin. Ja, und je mehr ich spanne, desto schneller läuft die Maschine. Der Gerät. So sieht es dann aus.
Highspeed schafft ihn natürlich auch ein bisschen was. Ja, und sowas wollte ich immer haben. Jetzt habe ich's und da freue ich mich drauf, wenn ich es das erste Mal nutzen kann. Wir haben noch ein paar Vorhänge zu nähen. Und ja, ich nutze halt sowas. Damit kann nicht jeder umgehen. Das ist Übungssache mit so einer schnellen Nähe. Ich wollte es immer schon haben, weil die anderen waren mal alle zu langsam. Ich wollte schon immer was Schnelles haben. Und das sind normalerweise bei 2800 Umdrehungen, bei einer kleinen Stichfolge, 3,60 Meter Stoff in der Minute. Je nachdem, was du halt für Stichfolge hast. Ne? Ja, die hat einen Kniehebel zum Füßchen lüften. Löste quasi mit dem Knie unten aus. Kann ich den Fuß von der Maschine heben und senken. Und feststellen kann ich es, wenn ich meinen Rückwärtslauf da nochmal einlege. Dann ist das Füßchen oben. Und ich kann dann Stoff drunter legen. Ja, soviel zu so einer Maschine. Wollte ich jetzt einfach mal mit gezeigt haben. Kennt nicht jeder. Ich nutze das Ding. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch die ja mal. Da habt ihr sowas auch gesehen. Wenn sie mal in Betrieb ist, kann ich sie gerne mal vorführen, wenn jemand Interesse dran hat. Ansonsten, ja, war halt mal, was ich sonst noch so mache. Da repariere ich mir so Dinge. Die Adlermaschine saß eigentlich auf dem Metalltisch hier drüben. Das habe ich umgebaut. Der Metalltisch ist ziemlich rostig und immer so schön. Und der Motor ist leider kaputt. Die hat ja auch einen Motor drin. So ein Elektromotor ist aber Wicklung kaputt. Zu teuer zu richten. Und da habe ich mir heute dann noch eine zweite geholt. Die stand hier gleich im Nachbarort. Die hat dann einen Pfaffmotor drauf. Das ist mir aber egal. Der da ist ein Georgi Kobold. Und ich habe jetzt einen Pfaffmotor. Ja, die Pfaffmaschine da ist jetzt übrig. Die fliegt auf dem Alteisen. Ich brauche die nicht, weil die hat weniger Funktionen drin. Auch eine Schnellnäher. Ja, ich habe jetzt aus zwei eine gemacht und das muss funktionieren. Gut, so viel dazu, so viel zu meinem Video. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und wir hören uns demnächst wieder. Servus!